steht hinter dir. 5, 6, 7, 8. Und wieder mal hat er zugeschnappt. Jeder kennt ihn, da gibt es was zu lachen. Wenn die letztes Mal wieder richtig krachen. Er hat die besten Ideen, die gehen voll ab. Er zieht mich an, ihr lacht verschlappt. Er ist der Beste und Schrägste, voll durchgeknallt. Haltet eure Augen auf und angeschnallt. Typisch Andy. Er ist der Meister der Streiche, da geht es ab. Typisch Andy. Der allercoolste Typ in der Klasse schwach. Typisch Andy. Also, eins habe ich während der letzten paar Tage gelernt. Hier entlang. Ich glaube, ich sehe ihn. Lass ihn nicht entwischen. Nämlich, dass Schönheit ganz eindeutig im Auge des Betrachters liegt. Oh. Fantastisch. Das Streicheopfer eines Schweins. Wie jetzt eine Bombe im Bad? Klar, Jen geht dir manchmal auf die Nerven, aber... Nein, eine Badbombe. Du sagst Kartoffel, ich sag Kartoffel. Es ist eine von diesen Schaumbadkugeln, auf die Mädchen so stehen. Aber die da habe ich ein wenig, naja, modifiziert. In genau 5, 4, 3, 2, nun pass auf. Darf ich vorstellen, Andy Larkins Badbombenüberraschung. Überraschend in der Tat. Wow. Und diese Badbomben gibt's legal zu kaufen? Gibt es keinen Ort in diesem Haus, an dem man vor Andys krankhaft idiotischen Streichen sicher ist? Ja, und sie sind eigentlich auch völlig harmlos. Aber bei Einsatz eines Schaumverstärkers... Mann, was stinkt hier so bestialisch? Das gute Ode nasser Hund. Nicht schlecht, oder? Verdanke ich Vitos virtuellem Scherzartikel an. Gerade denkt man, der Streich sei vorbei und zack, haut er nochmal rein. Meine schönen Polstermöbel. Mein handgewebter Läufer. Meine verbreitet die liebe Gemeindedienst-Urkunde ist auch hin. Ganz ruhig, Friederlein, entspann dich. Das können wir alles reinigen lassen, keine Sorge. Andy! Du! Küche! Tja, war echt nett, dich gekannt zu haben. Komm schon, Mom. Seifenschaum tut doch niemandem weh. Der macht einen sauber. Und was ist mit diesem Gestank? Okay, ich gebe zu, es riecht etwas streng, aber das verfliegt doch auch wieder. Irgendwann. Es ist Zeit. Nein, wartet, Mom, bitte. Lass uns drüber reden. Deine Mutter hat recht, mein Sohn. Dieses Mal hast du es einfach übertrieben. Echt? Das findest du übertrieben? Also, mir fällt... Hallo? Cousin Elwood? Schickt mich bitte nicht auf den Bauernhof. Du gehst auf den Bauernhof. Dort stinkt's und alles ist doof. Hi, ho, was sind wir froh, du gehst auf den Bauernhof. Hey, ist das nicht schon Strafe genug, dass ihr mich da hinschickt? Wieso muss mich jetzt auch noch Jen mit ihrem Gejaule quälen? Dieser Aufenthalt auf dem Bauernhof soll dir Gelegenheit geben, zu überlegen, was du getan hast. Und nicht zuletzt auch dich zu bessern. Was ist das denn? Ein 15 Meter langes, hochbeanspruchbares Elastikband? Juckpulver und Sekundenkleber? Ein Röntgensichtgerät und ein Buch. Meine Streiche sind mein Leben von Andy Larkin. Das sehe ich nicht so. Ausschließlich Kleidung. Oh, der arme Andy Wendy darf seine Dancenspielzeuge nicht auf den Stinkhof mitnehmen. Jen, ich habe gerade dein Jahreszeugnis aus der Post geholt. Deine Mathematik- und Physiknoten sind außerordentlich schlecht geworden. Und wie war ich so? Tja, Andy, du wirst auch fürs nächste Schuljahr wieder zugelassen, trotz deiner vielen Streiche. Und mehr können wir nicht verlangen. Doch was dich angeht, junge Dame, das ist vollkommen inakzeptabel. Sei nicht so streng. Ich hatte dieses Jahr auch jede Menge außerschulische Aktivitäten zu erledigen. Das wird schon wieder und ich darf doch sicher trotzdem ins Cheerleader-Camp. Wenn du nicht so viel Zeit mit deinen Freundinnen verbracht hättest, wäre das erst gar nicht passiert. Du fährst zusammen mit deinem Bruder ebenfalls zu Cousin Elwood. Dieses kleine Schweinchen macht Schluchz, Schluchz, Schluchz auf dem ganzen Weg zum Bauernhof. Na, entschuldige, Jen, aber du riechst immer noch nach dieser grässlichen Bartbombe. Oh, nichts geht über eine Fahrt aufs Land, um sich daran zu erinnern, was das Schöne am Leben ist. Na, frische Luft. Was stinkt denn hier so ekelhaft? Na, was wohl? Wahrscheinlich du selbst. Wenn ich mich nicht völlig irre, mein Sohn, handelt es sich dabei um die frische neue Kuhfladenernte. Natürlich, das ist ja auch die geheime Zutat in ihrem Duft. Jen Nummer 5. Ach, du halt doch einfach die Klappe, ja? Willkommen in Bad Einödzahl. Bevölkerungszahl unerheblich. Dafür jede Menge Gestank. Elwood, wirklich schön, dich zu sehen. Ah, wie geht's dir denn, hä? Und Frieda, du siehst so hübsch aus wie ein neugeborenes Kälbchen. Vielen Dank. Andrew und Jennifer, lasst euch ansehen. Dünn wie die Bohnenstangen, hä?
sag mal, was für eine Art von Parfüm verwendet ihr Städter denn heutzutage? Gen Nummer 5. Jedenfalls freuen wir uns, hier zu sein, Elwood. Und apropos Geruch, Holstein 2005? Von wegen. Die Dinge haben sich ein wenig geändert, seit ihr Larkins das letzte Mal hier wart. Wir halten hier schon seit längerem keine Kühe mehr. Und womit wirtschaftet ihr nun? Nun ja, das zeige ich euch gerne. Sind sie nicht einfach wunderbar? Das sind Schweine. Womit habe ich denn sowas nur verdient? Indem du viel zu oft mit Harry am Telefon gequatscht, sowie deine Pompons geschüttelt und wegen nichts Juhu geschrien hast, sodass deine Noten im Keller sind und du jetzt hier stehst und Schweine anstarrst. Ich weiß, was ich getan habe, du Schwachkopf. Ich sag euch, es geht nichts über ein gutes Schwein. Die wälzen sich gerne in ihrem eigenen Dreck und man kann sie praktisch ausschließlich mit Essensabfällen füttern. Und sie liegen herum und werden fetter und fetter, bis wir sie dann auf den Markt bringen. Tja, ich hoffe doch, dass die Kinder dir dabei eine Hilfe sind. Hilfe? Aber ich hab gedacht, ich bin hier, um zu lernen, oder? Keine Sorge, ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken darüber machen. Genießt einfach die 2 Wochen, die ihr beide hier alleine seid. Wiedersehen! Macht's gut! Junge, ihr seid beide blass und abgemagert wie die Kuhschwänze. Aber das kriegen wir schon hin. Nach ein paar Tagen Schweinehüten, 12 Stunden am Stück, da sieht die Sache anders aus. Aber hast du nicht gesagt, dass Schweinezucht ganz einfach wäre? Ja, ja, einfach für die Schweine. Aber jemand muss die Schweineställe auch ausmisten. Ne? Meinst du damit etwa, wir müssen Schweinemist anfassen? Ihr müsst alles anfassen, was in ein Schwein reingeht und was aus einem Schwein wieder rauskommt. Und all die ganzen Schweinereien zwischendurch natürlich auch. Nur keine Panik, ihr werdet natürlich mit Arbeitshandschuhen und Atemschutzmasken ausgerüstet. Denn manchmal können einem diese Ammoniakdämpfe wirklich die Beine weghauen. Aber vielleicht sollte ich besser den Schweinenmasken umschnallen, wenn sie in eurer Nähe sind. Was sagt man dazu? Bei dem alten Buster scheinst du dir schweren Schlag zu haben, Jen. Gleich am ersten Tag hier einen Freund zu finden. Super machst du das. Alles klar, Andy, mein Junge, komm wieder runter. Jetzt hast du eben keine Streichausrüstung und keine Unterstützung. Na und? Du hast das schon so oft völlig allein und ohne Hilfsmittel geschafft. Nur, wer soll das Opfer sein? Natürlich gibt's immer noch Jen, die treue, verlässliche Jen. Aber ehrlich, was wäre ein Streich ohne das passende Publikum? Klasse. Ich werde als Genie verehrt werden, und zwar von Schweinen. Naja, ist vielleicht besser als gar nichts. Dieses riesige, fette Schwein macht mich noch wahnsinnig. Es verfolgt mich, wohin ich auch gehe. Ich glaube, das werden die schlimmsten 2 Wochen in meinem ganzen Leben. Guten Morgen. Ich habe hier für euch eine schöne Liste mit Aufgaben für heute. Also, bevor ihr beim Loslegt, möchte ich euch noch sagen, dass wir heute einen ganz besonderen Gast erwarten. Und deswegen möchte ich, dass die Schweineställe glänzen, wie ein Mistkäfer im Mittagslicht. Und Andy, deine Eltern haben mir gesagt, man muss dich beschäftigen, damit du nicht wieder in deine alten Tricks verfällst. Ich verspreche dir hoch und heilig, was du von mir sicher nicht zu sehen bekommst, sind alte Tricks. Das hört sich doch gut an. Aber um ganz sicher zu gehen, möchte ich, dass du alle Schweine in die Scheune treibst und dort mit einem Schlauch abspritzt. Dann machst du die Schweineställe sauber, anschließend heizst du sie durch und legst frisches Heu aus. Danach treibst du die Schweine zurück in den Stall und wenn sie drin sind, fütterst du sie. Dann gehst du wieder zurück in die Scheune und ich möchte, dass du sie ausfegst. Die Wände dampfstrahlst, nochmal gründlich schrubbst und dann wird desinfiziert. Ja, ich glaube, jetzt habe ich's verstanden. Und was hat Dr. Doolittle hier eigentlich zu tun? Oh, Jen, du bist fürs Kochen zuständig. Fürs Kochen? Das ist alles? Du kannst gleich damit anfangen, diesen 100-Kilo-Sack Kartoffeln zu schälen. Cousin Elwood, erinnere dich bitte, weshalb ich hier bin. Ich soll lernen, lernen, lernen. Und wenn ich nach Hause komme und in der Schule versage, sind meine Eltern ganz doll sauer auf mich. Ja, da hast du wohl recht, Jen. Tut mir leid, ganz vergessen. Na dann hau rein, Andy. Das bedeutet Krieg. Geht es auch leiser? Schließlich will ich hier in Ruhe lernen. Komm schon, such dir einen Satelliten oder sonst was. Schweinezucht. Vielen Dank auch. Dankeschön. Pause. Na, endlich. Andy, Jen, ich möchte euch gerne einen ganz besonderen Freund von mir vorstellen. Er ist nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Welt der Schweinezucht ein wichtiger Mann. Meine Damen und Herren, ich stelle euch meinen Freund vor. Das ist Raoul Olivius.
Der Gute ist Schweinezüchter aus Bolivien. Was hast du da gesagt? Der junge Mann ist Schweinezüchter? Si, Senorita. Ganz genau wie Elwood. Ich bin eine große Verehrerin der Schweinezucht. Ich möchte, dass Sie mir alles darüber erzählen, jede Kleinigkeit. Tja. Pfui, Teufel. Die Schweinefarmen in Kanada riechen nach nasser Hund. Ein Klassiker, doch wirklich, mein paarhufiger Freund. Ich will mich natürlich nicht von einem Schwein beim Streichemachen überflügeln lassen. Aber was tun? Was soll ich nur tun? Und dann sagte das Schwein, wofür hältst du mich denn? Für ein Hühnchen? Na, war das lustig. Senor Elwood, du bist wirklich mucho lustig. Ja, das ist er wirklich. Echt toll, guter Witz. Vielleicht noch etwas Kartoffelbrei, Raoul? Ich habe sie eigenhändig geschält. Es ist für dich, ein kleines Mädchen. Sie heißt Harry. Oh, da muss ich auf der Stelle rangehen. Ich bin gleich wieder da, Raoul. So, Andy, ist eine lustige Geschichte. Ich habe Raoul kennengelernt. Im Ginsternetz ist doch unglaublich, oder? In einem Schweineliebhaber-Chatroom. Dann habe ich ihn nach Kanada eingeladen, damit ihr seht, wie wir die Dinge hier so machen. Sie und natürlich Wege. Senor Fantastico! Ach, das ist Raouls Name für Buster, Jens Schweinefreund. Cousin Elwood, ja? Ich höre Schweinegeräusche im Telefon. Wow. Senor Fantastico ist das Schwein von Jane? Jedenfalls glaubt es das. Warum, ist es was Besonderes oder so? Ach, oh, Senor Andy, ich sage dir, was für ein Schwein. Mucho stark und mucho grande und Papa von viele, viele Babyschwein. Ich würde alles tun, um zu haben so ein Schwein wie das große Schwein von deiner Schwester. Ach ja, alles? Ich werde mal mit Jen reden, Raoul. Ich bin ziemlich sicher, wir kriegen da was hin. Das ist eine Dreiecksbeziehung, an die ich nie zu denken gewagt hätte, aber eine, die in die Geschichte der Schweinezucht eingehen wird. Raoul, ich habe mal mit Jen über Senor Fantastico gesprochen. Sie, was hat sie gesagt? Ich habe ihr erzählt, wie begeistert du bist, und sie hat gesagt, sie hätte genug von dem Schwein. Hä? Genug habe von Schweine? Ay, caramba, carajo. Finde ich auch, aber das hat sie nun mal gesagt. Sie überlegt sich also, ob sie Buster nicht dir geben soll. Aber sie ist noch nicht sicher. Bitte, Senor Andy, was soll ich tun? Sei einfach so richtig nett zu ihr, und zwar den ganzen Tag lang. Und ich kümmere mich um den Rest. Claro, mi amigo Andy. Ich alles mache, wie du gesagt hast. Also, die Falle ist ausgelegt. Die Karotte ist willig. Nun brauchen wir nur noch das Kaninchen. So, Kaninchen, ich meine Jen. Ich habe gerade mit Raoul gesprochen. Was? Raoul? Ganz ruhig, er ist draußen. Ah. Weißt du was? Er sagt, er findet dich heiß. Mich? Heiß? Ich glaube, er steht auf dich, also richtig ernsthaft und ganz doll. Ach, wirklich? Na, aber hundertprozentig, das war doch schon klar, als ihr euch zum ersten Mal gesehen habt. Ich meine, die Chemie zwischen euch beiden stimmt doch wohl. Ist es sehr süß. Du magst ein Schwein? Kartoffeln. Senor Andy, hat deine Schwester irgendetwas gesagt? Ich war sehr nett zu ihr die ganze Tag. Ja, allerdings, sie hat was gesagt, Raoul. Jen meint, sie würde dir Senor Fantastico sehr gerne geben. Zu einem fairen Preis. Oh nein, wie viel sie wolle denn? Ich nix habe mucho dineros. Es geht nicht um Geld. Alles, was sie will, ist, dein Ring. Aber der ist ja gar nichts wert. Habe ich gezogen aus Automat im Flughafen. Aber wenn sie ihn will, habe, gib ihn Jen mit. Meine große Dankeschön. Ach, weißt du, vielleicht gibst du ihn ihr besser selbst. Sie ist oben in ihrem Zimmer. Oh, und beug dich doch bitte auf ein Knie runter, wenn du ihn überreichst. Ja!
Andy Larkin, wann wurde dir klar, dass du wirklich und bei weitem der größte Meister der Streiche bist, den diese Welt je bestaunen konnte? Nun, Andy, ich würde sagen, es war jener schicksalhafte Sommertag, an dem ich mit nichts weiter als einem Schwein und einer Schwester den größten Streich nicht nur meines Lebens, sondern auch der Familiengeschichte abgezogen habe. Heiraten! Heiraten! Sie ist viel zu jung! Sie hat doch noch ihr ganzes Leben vor sich. Wie kann sie das alles wegwerfen, indem sie sowas Verrücktes, Albernes und Dummes macht? Hey, wir sind auch verheiratet. Ist doch wahr. Senorita Jane, du mich mache zur glücklichsten Menschen der Welt. Wann wir machen die Sache offiziell? Naja, der Frühling ist schön. So viele Blumen. Aber dafür hat man im Herbst das farbenprächtige Laub. Ach. Warum warte ich so lang? Hombre weiß, was er will. Das ist alles, was er zählt. Lass uns doch machen sofort. Oh, das ist so romantisch. Ja, du hast recht. Machen wir es sofort. Aber wer kann die Zeremonie durchführen? Zeremonie? Okay, Zeremonie. Weißt du, Jen, ich habe mal gehört, dass das in Alberta auch ein Bauer auf seinem Hof darf. So wie ein Kapitän auf seinem Schiff. Ah, das wäre ja absolut perfekt. Oh Mann, ich suche sofort Cousin Elwood. Welche Zeremonie meinte sie überhaupt? Weißt du, Raoul, wenn in Kanada ein Schwein den Besitzer wechselt, geschieht das im Rahmen einer formellen, Schweineadoptionszeremonie. Madre de Puercos, ihr Kanadier nennt eure Schweine mucho ernsto. Das muss ein Scherz sein, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wieso sollte sie beschließen, so schnell einen Kerl zu heiraten, den sie überhaupt nicht kennt? Vielleicht will sie uns bestrafen, weil wir sie auf den Bauernhof geschickt haben. Oh. Hey! Heiraten! Heilige Elchkuh. Jen, was sagen denn deine Eltern dazu? Was sie gesagt haben, war irgendwie nicht ganz klar. Da gab es so ein lautes, kreischendes Geräusch. Da habe ich dann lieber Terry angerufen. Aber sie haben sicherlich nichts dagegen. Also ich würde vorher vielleicht doch... Aber ich möchte doch unbedingt heiraten. Ist ja gut, alles klar. Danke, ich muss los. Ich halte das nicht aus, wenn so ein Stutenfohlen weint. Und wenn es ein Mädchen ist, auch nicht. Gleich sind wir da. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Frieda! Mein Baby! Okay, Cousin Elwood, du stellst dich hier hin. Und Schatzi Maus, du stellst dich dahin. Schatzi Maus? Das ist Schweinefachsprache, glaub mir. Und jetzt die Blumen, Blumen und nochmal Blumen. Andy, wo sind die Blumen? Deine Gäste essen sie gerade auf. Ha? Na, das ist ja toll. Wir können die Zeremonie unmöglich ohne Blumen durchführen. Aber natürlich können wir das. Du bist doch so hübsch wie eine Blume. Du siehst hübscher aus als die Sonnenstrahlen, die an einem Wintermorgen durch mein Küchenfenster fallen. Okay, kannst du einen Hochzeitsmarsch? Nein. Aber irgendwas Würdevolles kriege ich schon hin. Na prima, spiel einfach, wenn ich den Gang runtergehe. In Ordnung. Ich grüße das glückliche Paar. Wir... Oh ja, du mache mich glücklich. Heute der glücklichste Tag in meinem Leben. Oh, Raoul. Nun bald fahre nach Hause mit meinem Magnifico, neues Schwein. Was? Schluss mit dieser Hochzeit! Und zwar sofort! Mom? Mom! Hey, Hochzeit? Hier ist keine Hochzeit! Was soll das heißen? Hier ist keine Hochzeit! Aber was soll das sonst sein? Das ist eine Schweineadoptionszeremonie. Was sonst? Eine Schweineadoptionszeremonie? Sie? Ich adoptiere Senor Fantastico! Du hast gedacht, unsere Hochzeit wäre eine Schweineadoptionszeremonie? Ach, du hast also gedacht, du könntest mein bestes Schwein adoptieren. Von wegen, mein Junge. Mami! Mein Baby! Ich kann dich gut leiden, Raoul. Wir sind Brüder im Schwein. Aber Buster kann ich dir nicht geben. Er ist mein bestes Schwein im Stall. Ich habe gewusst, es war zu schön, um wahr zu sein. Oh. Du nimmst mal nicht so schwer. Es ist doch nur ein Schwein. Du hast recht. Senorita Jane, es tut mir so leid. Ich habe gedacht, Senor Fantastico dir gehöre und ich gebe dir Ring dafür. Junge, woher hast du eigentlich diese völlig wahnsinnige Idee? Hehehehe.
Naja, man weiß eben nie, wo die Liebe hinfällt. Oder wer dich am liebsten in die Pfanne hauen will. Komm schon, Mom. Seifenschaum tut doch niemandem weh, der macht einen sauber. Und was ist mit diesem Gestank? Okay, ich gebe zu, es riecht etwas streng, aber das verfliegt doch auch wieder. Irgendwann. Es ist Zeit. Nein, wartet, Mom, bitte, lass uns drüber reden. Deine Mutter hat recht, mein Sohn. Dieses Mal hast du es einfach übertrieben. Echt? Das findest du übertrieben? Also, mir fällt... Hallo, Cousin Elwood? Schickt mich bitte nicht auf den Bauernhof. Du gehst auf den Bauernhof, dort stinkt's und alles ist doof. Hi, ho, was sind wir froh, du gehst auf den Bauernhof. Hey, ist das nicht schon Strafe genug, dass ihr mich da hinschickt? Wieso muss mich jetzt auch noch Jen mit ihrem Gejaule quälen? Dieser Aufenthalt auf dem Bauernhof soll dir Gelegenheit geben, zu überlegen, was du getan hast. Und nicht zuletzt auch dich zu bessern. Was ist das denn? Ein 15 Meter langes, hochbeanspruchbares Elastikband? Juckpulver und Sekundenkleber? Ein Röntgensichtgerät und ein Buch. Meine Streiche sind mein Leben von Andy Larkin. Das sehe ich nicht so. Ausschließlich Kleidung. Oh, der arme Andy Wendy darf seine Dancen... Nun pass auf. Darf ich vorstellen? Andy Larkins Bartbomben-Überraschung. Überraschend in der Tat. Wow. Und diese Bartbomben gibt's legal zu kaufen? Gibt es keinen Ort in diesem Haus, an dem man vor Andys krankhaft idiotischen Streichen sicher ist? Ja, und sie sind eigentlich auch völlig harmlos. Aber bei Einsatz eines Schaumverstärkers... Oh, Mann, was stinkt hier so bestialisch? Das gute Ode nasser Hund. Nicht schlecht, oder? Verdanke ich Vitos virtuellem Scherzartikel an. Gerade denkt man, der Streich sei vorbei und zack, haut er nochmal rein. Meine schönen Polstermöbel. Mein handgewebter Läufer. Meine verbreitete liebe Gemeindedienst-Urkunde ist auch hin. Ganz ruhig, Friederlein, entspann dich. Das können wir alles reinigen lassen, keine Sorge. Andy! Du! Küche! Ja, aber echt nett, dich gekannt zu haben. Ach, du, halt doch einfach die Klappe, ja? Willkommen in Bad Einödsal. Bevölkerungszahl unerheblich. Dafür jede Menge Gestank. Elwood, wirklich schön, dich zu sehen. Ah, wie geht's dir denn, hä? Und Frieda, du siehst so hübsch aus wie ein neugeborenes Kälbchen. Vielen Dank. Andrew und Jennifer, lasst euch ansehen. Dünn wie die Bohnenstangen, hä? Oh, sag mal, was für eine Art von Parfüm verwendet ihr steht da denn heutzutage? Jen Nummer 5. Jedenfalls freuen wir uns, hier zu sein, Elwood. Und apropos Geruch, Holstein 2005? Von wegen. Die Dinge haben sich ein wenig geändert, seit ihr Larkins das letzte Mal hier wart. Wir halten hier schon seit längerem keine Kühe mehr. Und womit wirtschaftet ihr nun? Nun ja, das zeige ich euch gerne. Sind sie nicht einfach wunderbar? Das sind Schweine. Womit habe ich denn sowas nur verdient? Indem du viel zu oft mit Harry am Telefon gequatscht, sowie deine Pompons geschüttelt und wegen nichts Juhu geschrien hast, sodass deine Noten im Keller sind und du jetzt hier stehst und Schweine an... Spielteige nicht auf dem Stinkhof mitnehmen. Jen, ich habe gerade dein Jahreszeugnis aus der Post geholt. Deine Mathematik- und Physiknoten sind außerordentlich schlecht geworden. Und wie war ich so? Tja, Andy, du wirst auch fürs nächste Schuljahr wieder zugelassen, trotz deiner vielen Streiche. Und mehr können wir nicht verlangen. Doch was dich angeht, junge Dame, das ist vollkommen inakzeptabel. Sei nicht so streng. Ich hatte dieses Jahr auch jede Menge außerschulische Aktivitäten zu erledigen. Das wird schon wieder und ich darf doch sicher trotzdem ins Cheerleader-Camp. Wenn du nicht so viel Zeit mit deinen Freundinnen verbracht hättest, wäre das erst gar nicht passiert. Du fährst zusammen mit deinem Bruder ebenfalls zu Cousin Elwood. Was? Dieses kleine Schweinchen macht Schluchz, Schluchz, Schluchz auf dem ganzen Weg zum Bauernhof. Na, entschuldige, Jen, aber du riechst immer noch nach dieser grässlichen Bartbombe. Oh, nichts geht über eine Fahrt aufs Land, um sich daran zu erinnern, was das Schöne am Leben ist. Na, oh, frische Luft. Was stinkt denn hier so ekelhaft? Na, was wohl? Wahrscheinlich du selbst. Wenn ich mich nicht völlig irre, mein Sohn, handelt es sich dabei um die frische neue Kuhfladenernte. Natürlich, das ist ja auch die geheime Zutat in ihrem Duft. Jen Nummer 5. Steht hinter dir. 5, 6, 7, 8.
Und wieder mal hat er zugeschnappt. Jeder kennt ihn, da gibt es was zu lachen. Wenn die lässt es mal wieder richtig krachen. Er hat die besten Ideen, die gehen voll ab. Der typisch Handy, ihr lacht verschlappt. Er ist der Beste und Schrägste, voll durchgeknallt. Haltet eure Augen auf und angeschnallt. Typisch Handy. Er ist der Meister der Streiche, da geht es ab. Typisch Handy. Der allercoolste Typ in der großen Stadt. Typisch Handy. Also, eins habe ich während der letzten paar Tage gelernt. Hier entlang. Ich glaube, ich sehe ihn. Lass ihn nicht entwischen. Nämlich, dass Schönheit ganz eindeutig im Auge des Betrachters liegt. Oh. Fantastisch. Das Streicheopfer eines Schweins. Wie, jetzt eine Bombe im Bad? Klar, Jen geht dir manchmal auf die Nerven, aber... Nein, eine Badbombe. Du sagst Kartoffel, ich sag Kartoffel. Es ist eine von diesen Schaumbadkugeln, auf die Mädchen so stehen. Aber die da habe ich ein wenig, modifiziert. In genau 5, 4, 3, 2...